So, Hallöchen, ich komme noch mal ganz schnell so auf ein Zwischenvideo. Ich habe mal vor längerer Zeit ein Video über den hier gemacht, den Sony Walkman WMDD2, der hier, der Dings mit dem Zahnrad drinne. Ich habe jetzt einige Zuschriften bekommen, dass ich da wohl Murks erzähle. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Murks erzähle. So wie die Sache ausgesehen hat, was ich hier drin gesehen habe, war es nicht erkenntlich, dass das Zahnrad, was ich da gezeigt habe, gebrochen ist. Das Zahnrad da drinnen, das sieht wirklich, als wenn das so produziert wurde, aus. Es ist keine Bruchkante oder sonst irgendwas. Es lässt sich in dem Sinne auch nicht mit Gewalt wieder in die Position bringen, wie ihr mir das gesagt habt, dass es halt aufgeplatzt sein soll, und zwar genau an der Seite. Ist nicht zu erkennen. Ich werde es nochmal öffnen, das Ding, demnächst. Ich werde nochmal reingucken, werde mir es nochmal genau angucken. Ich habe ja jetzt nochmal das Endoskop, die Endoskopkamera, damit kann ich es ja nochmal genauer zeigen. Also für mich sah es nicht aus, als wenn das jetzt gebrochen wäre, dass das irgendwie kaputt wäre, sondern dass das so gebaut wurde. Nagelt mich da nicht immer drauf fest auf meinen Videos, was ich da so sage. Es kann sein, dass es wirklich falsch ist. Ich bin euch dankbar, wenn ihr mich darauf hinweist. Ist kein Problem. Aber bleibt sachlich und vernünftig und kommt nicht, du erzählst da Schwachsinn, du blöder Idiot, das muss man doch sehen und bla und hast du nicht gesehen. Solche Sachen, die lösche ich, die beantworte ich auch nicht. Wer mir sachlich sagt, du, das ist gebrochen, das kann man auch in anderen Sachen sehen, die haben das eben falsch konstruiert, das passiert, ist okay, dann sage ich ja auch nichts, dann ist okay, dann gehe ich dann da noch mal drauf ein, wenn ich die Sache noch habe, gucke ich mir das noch mal an und dann gucken wir gemeinsam noch mal, ob das wirklich so ist. Also für mich sah es nicht so aus, wo ich da reingeguckt habe. Wir können gerne noch mal reingucken. Ich habe jetzt einen 3D-Drucker stehen, der hoffentlich genügend Toleranz hat, da eventuell Ersatz zu machen. Oder zumindest ein Teilersatz. Weil ich möchte ungerne, es funktioniert ja so, eigentlich ungerne da lange suchen nach diesem Zahnrad. Kriege den, Anführungsstrichen, selben Schrott dann wieder. Nach ein paar Betriebsstunden macht's Peng und das Zahnrad ist auch kaputt und macht dieselben Probleme wie jetzt auch. Also wie gesagt, wenn ihr mir Sachen sagt zu Videos, nicht unbedingt das hier, es kann Multimeter sein, es kann Lötkolben sein, es kann sonst was sein, sachlich bleiben. Einfach sachlich bleiben, nicht gleich anfangen zu beleidigen mit Arschloch, Idiot und du Lauch, du Affe, du was auch immer ihr da immer abgelasst, es muss nicht sein. Ich sag ja auch nicht, hallo ihr Affen da draußen, ihr seid alles Idioten. Ich bin hier der Oberschlaue. Ihr könnt ja eh nichts anfangen mit dem Scheiß, was ich hier mache. Also verpisst euch. Sowas sage ich doch gar nicht. Sowas schreibe ich auch bei den meisten nicht drunter. Mache ich sowieso nicht. Wenn ich was sage, dann sage ich das normal und vernünftig und sachlich. Auch wenn ich hier mal sage, Pisse, Kacke, Scheiße, Dreck und Müll und hast du nicht gesagt. Das ist normal. Das ist für mich so. Ich kann auch mit den Dingern selber fluchen. Leblose Dinger kann ich anfluchen, kann ich mit denen sprechen, sonst was. Scheiß ich drauf. Aber kommt mir nicht mit solchen Sachen wie Arschloch und hast du nicht gesehen. Genauso wie der eine Kommentar letztens mit Schäm dich, dass du da raust und bla und hast du nicht gesehen. Das sind keine Videos für Kinder. Und es ist mir scheißegal, ob ich im Video rauche oder nicht. Ganz ehrlich, das ist mir relativ. Das kann euch auch relativ sein, ob ich hier rauche oder nicht. Und wenn ich eine Zigarette zeige, dann ist es so. Was ist da dran so schlimm? Es ist meine Gesundheit. Der Rauch kommt nicht zu euch in die Wohnung. Wenn ihr nicht raucht, bitte, es ist doch euer, es ist eure Sache. Und es ist meine Sache, ob ich rauche oder nicht. Und wenn ich rauche, dann rauche ich halt. Und ich sehe es so, dass ich der Meinung bin, ich rauche, und zwar aus Protest. Sie wollen das Rauchen abschaffen, obwohl sie damit ein Riesenvermögen einspielen in ihre Steuerkassen. Also muss es irgendwas machen,
was die nicht wollen. Und nicht, was mit meiner Gesundheit zu tun hat. Das ist meine Auffassung, also tue ich es schon mal aus Protest. Ganz einfach. Dann werde ich nicht einfach aufhören. Meine Gesundheit, scheiße ich drauf. Wenn ich abkratze, kratze ich ab. Ist mir doch egal. Ich kann am Rauchen sterben. Ich kann jetzt an diesem scheiß Corona sterben. Ich kann an irgendein, durch irgendein Messer, was irgendeiner auf der Straße in mir reinsticht, aus Langeweile sterben. Ich kann, weil irgendeiner mit seinem Auto nicht umgehen kann, auch sterben. Ich kann mit dem Fahrrad fahren und irgendwo von der Brücke stürzen, kann ich auch sterben. Soll ich etwa mich zu Hause einbuddeln und sagen, fasst mich bloß nicht an, ich könnte tot gehen? Ach Leute, kommt, hört mir auf. Belehrt mich nicht hier von wegen, ich darf dies nicht, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht. Ich darf nicht an Hochspannung arbeiten, ich muss sonst was machen. Es ist mir Latte, ganz ehrlich, das sage ich euch jetzt nochmal so. Wenn ihr es nicht macht, dann macht ihr es nicht. Ihr könnt gerne nochmal vernünftig darauf hinweisen, aber fangt nicht an zu beleidigen. Ganz einfach. Und ja, ich mache mir gerade in der Zeit eine Zigarette, wo ich das hier sage. Ist nur einfach mal so, dass ihr das mitkriegt. Das Leben ist schon scheiße genug. Warum soll ich mir das Leben dann noch beschissener machen, indem ich auf das verzichte, was ich gerne möchte? Ich darf dies nicht fressen, ich darf das nicht fressen, ich darf das nicht rauchen, ich darf das nicht trinken, ich darf, in dem Sinne dürfte ich nicht mal Luft holen, weil die Luft ist verpestet ohne Ende. Ganz ehrlich, nein. Ich lebe mein Leben, ich lebe es so, wie ich es möchte, das lasse ich mir auch nicht von irgendwelchen von euch da draußen vorschreiben. Wenn ihr meint, hier gucken Kinder zu, bitte. Ich kann nicht für alle Leute das alles recht machen. Ich mache die Videos so, wie ich sie mache. Ich zeige hier eine Zigarette und hast nicht gesehen. Wenn da Kinder gucken, dann gucken da Kinder zu. Das ist mir relativ. Ganz ehrlich. Ich zeige nichts, wo ich Kinder nehme und schlage, in Anführungsstrichen vergewaltige oder sonstiges. So wie ich es manche Sachen auf YouTube gesehen habe, wo ich mir denke, mein Gott, warum existieren diese Videos hier auf YouTube? Die sind auch nicht speziell für Kinder gedacht, die sind aber auch alle frei für unter 16 und 18 Jahre. Und wenn ich da die Kommentare gucke, da ist nicht einer bei, so wie bei mir hier. Oh mein Gott, das darfst du nicht zeigen, hier könnten Kinder gucken. Leute, nur weil ich eine Zigarette ins Bild halte oder hier rauche, ist das so schlimm? Sorry. Nein. Also, wie gesagt. Es ist auch kein Gebettel hier, wenn ich sage, Thema besteht immer noch mit dem Lötkolben. Das richtet sich an die Leute, die hier gerne zuschauen, die gerne Videos von mir gucken und auch darauf warten, dass ich Videos mache. Eben sowas hier. Oder Multimeter. Oder Radio. Oder irgendwas mit der Kiste hier. Entschuldigung. Das richtet sich an die. Wenn mir Werkzeug kaputt geht. Ich könnte arbeiten gehen und könnte mir das Zeug trotzdem nicht leisten. Das kann ich nur noch mal so sagen. Ich könnte arbeiten gehen und könnte mir das Zeug dennoch nicht leisten. Und ich könnte dann auch nicht mal mehr hier basteln und nichts, weil ich hätte keine Zeit dazu und ich hätte nicht mal mehr die Finanzen, um mir überhaupt noch das kleinste Teil zu kaufen. So. Das ist das, wenn ich arbeiten gehe. Ich gehe nämlich dann arbeiten für andere Leute, aber nicht für mich. So einfach ist die Sache und damit ist das Thema erledigt. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich brauche hier für einen Tasskopf diese kleine Klammer oder was, wenn einer eine übrig hat und meint, ja, ist gut, wenn er sagt, er braucht eine, ich kann es vertreten, dann schicke ich ihm die. Dann ist es doch so. Dann sagt doch nicht, ich bettel. Ich sage auch nicht, Leute, ich brauche jetzt diese Klammer, seht zu, dass ihr mir die kauft. Leute, ich brauche den Lötkolben, seht zu, dass ihr mir den kauft, sonst gibt es keine Videos mehr. Das wäre nämlich Erpressung und das wäre nicht fair gegen euch. Ich mache hier meine Videos mit den Mitteln, die ich habe. Wenn ich die Mittel nicht habe, kann ich die Videos nicht machen. Punkt. Ich versuche aber dennoch, die Videos zu produzieren. Auch mit den Mitteln, die ich eigentlich nicht habe. Oder ich besorge mir die Mittel und wenn es der allerletzte Scheißdreck ist und versuche es irgendwie zum Laufen zu kriegen. So wie mit dem Lötkolben jetzt. Das habe ich auch gezeigt in dem Video hier kurz hier vor mit dem Lötkolben. Da habe ich hier einen Temperatursensor reingemacht. Ich kann ihn
ein wenig benutzen. Ich kann damit jetzt ein bisschen löten. Es ist aber nur eine Notlösung. Es ist nicht für die Dauer gedacht. Es ist auch nicht auf Dauer möglich, damit so zu löten. Wenn ich sage, ich brauche einen Lötkolben, brauche ich einen Lötkolben. Wenn einer jetzt meint, okay, ich gönne ihm das, dann kauft er mir halt einen Lötkolben. Dann bin ich ihm auch dankbar. Aber ich sage nicht, Leute, kauft mir einen Lötkolben, sonst kommen keine Videos mehr. Das mache ich nicht. Sorry, nein. Also ich bettel nicht darum, dass ihr mir Spenden zuschicken sollt. Ich weise nur darauf hin, ich könnte das gebrauchen. Oder wenn ihr so nett seid, könntet ihr das machen. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst es machen. Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen müssen und können oder ihr möchtet es machen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ganz ehrlich. So, ein bisschen ausgekotzt hier. Nur an diejenigen, wie gesagt. Wenn ihr mir sachlich sagt, hier, da hast du Scheiße gebaut oder der Tipp ist in dem Sinne falsch, das muss repariert werden, da muss ein neues rein, kein Thema, mache ich das. Dann gucke ich da nochmal rein, dann gucke ich auch mit euch zusammen da nochmal rein. Und wenn es wirklich so ist, dann ist es so. Wenn ich jetzt aber sehe, da ist nichts zu sehen von dem, dass es gebrochen wäre oder sonst was, ich weiß es ja nicht. Soweit ich mich erinnern kann, sah es wirklich aus wie original so eingebaut. Das ist halt eben nur durch das alte Fett oder was da drin ist, eben so schwergängig ging, dass es eben nicht mehr diese Lücke so weit schließt, dass er da durchlaufen kann und eben knackt. So. Nur mal so am Rande. Das ist nur wegen, ne, ich wollte es nur mal ansprechen. Sagt nicht immer, ist es scheiße, was ich mache oder was. Wir machen alle Fehler. Ihr seid auch nicht alle fehlerlos. Meinetwegen mag der eine da draußen meinen, ja, der macht ja nur Blödsinn, das kann ich besser. Bitte. Wenn du das besser kannst, kauf dir eine Kamera. Die muss nicht mal 300 Euro kosten. Die ich jetzt hier gerade benutze, habe ich für 5 Euro aus eBay. Kauf dir eine Kamera, setz dich hin, mach die Videos, zeig, dass du es kannst und red nicht nur einfach drüber. Und also in dem Sinne, dass alle sind scheiße, nur du bist besser, aber hast nicht ein Video darüber, dann setz dich hin, mach ein Video und zeig den Leuten, dass du es auch besser kannst. Denn das kann ich gar nicht ab. Immer sagen, ich mach nur Scheiße, ich mach Müll, ich mach Dreck, das ist alles falsch, was ich mache und. Aber selber drei Abonnenten. Und nicht ein Video von sich selber. Irgendwelche Playlisten von was weiß ich für Videos, wo man sich denkt, mein Gott, was guckt er sich da an? Und der will mir erzählen, der hat was davon Ahnung oder was? Kannst ja Ahnung von haben, du kannst auch Videos gucken, wie du willst. Aber dann setz dich hin und zeig es auch. Und red nicht nur drüber und dann in einem Ton, der so abwertend ist. Du kannst gerne ganz normal, vernünftig, sachlich schreiben. Dann nehme ich dich auch für voll. Ansonsten sag ich mir, ist ein Spinner, der will sich wieder wichtig tun, der hat selber, zeigt nichts davon, tut, als wenn er der Beste und der Geilste auf der Welt wäre, aber jo, zeigt es nicht. Kann nur dumm quatschen in dem Sinne. Sorry. Dann zeige ich es lieber. Oder bleib sachlich, vernünftig und sag es normal in einem vernünftigen Ton. Ganz einfach. Also das habe ich so oft auf YouTube. Da kommen Leute, die schreiben mir da Sachen, da wo denkt man sich, mein Gott, was haben die für Probleme? Guckt, weiß ich nicht, gerade mal ein Viertel, 3 Monate hier bei YouTube und fangen gleich an, so eine Sachen abzuziehen. Also, nee, dann werde ich euch blockieren. Das haben bestimmt schon einige gemerkt, falls sie das hier mitkriegen. Ja, ich habe euch blockiert. Punkt um. Dann könnt ihr nicht mehr kommentieren. Ich weiß auch nicht, der eine Kommentar, der bei mir hier durchgegangen ist, von dem einen. Ich weiß nicht, wie der durchgekommen ist. Eigentlich sind die Kommentare alle auf Prüfen. Wie der durchgegangen ist, weiß ich nicht. Den habe ich gleich blockiert. Punkt um. Den kann ich nicht. Seine Abos konnte ich nicht sehen. Das, was er an Videos hat, das war nicht mal was Deutsches. Ich weiß nicht mal, was es war. Aber ein Kommentar, der war echt unter der Gürtellinie, ganz ehrlich. Und da habe ich den gleich blockiert. Punkt um. So. Nur mal so nebenbei auskotzen, bla bla. So.
vorbei, Ende. Das kommt jetzt ja als demnächst. Ne? Nochmal gucken, Theorie bestätigen oder widerlegen, ob das wirklich so ist, wie mir gesagt wurde, dass der ja, kaputt gegangen ist oder ob das wirklich original so eingebaut wurde. Da gucken wir dann später mal rein. Also kommt irgendwann das Video hier nochmal. Ein Update. So. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.